Yo Leute, Sidney am Start und willkommen zu einem neuen Meinungsvideo. Heute geht's um einen sehr interessanten Titel, denn wir sprechen heute mal über meine Meinung zu Akame ga Kill. Akame ga Kill ist ein Titel, der auf jeden Fall sehr viele Meinungen besitzt, würde ich sagen, die auch in unterschiedliche Richtungen gehen. Das hat, denke ich mal, einfach den Grund, dass wir quasi zwei Richtungen haben, also die Anime-Richtung und die Manga-Richtung, die sich halt voneinander unterscheiden. Das bedeutet, der Anime ist anders als der Manga. Wir haben ein anderes Ende sozusagen. Das ist auf jeden Fall ziemlich interessant. In den meisten Fällen von Anime und Manga bleiben die ja relativ gleich, wenn sie adaptiert werden sozusagen. Und dementsprechend haben wir hier definitiv einen Unterschied. Wenn es euch gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und natürlich ein Abo auf dem Kanal, wenn ihr mehr solcher Meinungsvideos sehen wollt. Gerne eure Vorschläge in die Kommentare reinschreiben, welche Titel ich da beim nächsten Mal behandeln soll. Also zu welchem Anime wollt ihr gerne meine Meinung wissen. Natürlich bedenkt dabei, ich muss diesen Anime gesehen haben. Also ich kann jetzt nicht irgendwas machen, was ich nicht gesehen habe oder zumindest keinen Eindruck von habe so mäßig. Und natürlich sollte das kein Titel sein, den ich erstens schon gemacht habe und zum anderen halt generell schon auf meinem Kanal behandelt. Also Black Clover, Boruto, Seven Deadly Sins und so weiter wird hier nicht in dieser Formatreihe irgendwie vorkommen, weil das behandle ich ja schon. Also ich denke, das ist selbsterklärend. Bevor ich jetzt mit dem Video anfange, definitiv nochmal zur Info. Ich habe beides verfolgt, sowohl den Anime als auch den Manga, wobei ich beim Manga nicht diesen 100% gelesen habe. Ich habe immer mal wieder reingeschaut zu damaliger Zeit, als der Anime airing lief. Also, ich habe das Wissen von beidem, zumindest was Manga betrifft, ein bisschen und deswegen kann ich auch meinen Eindruck zu beidem hier preisgeben. Wie finde ich denn jetzt Akame ga Kill? Ich feiere Akame ga Kill unnormal, ohne Spaß. Ich finde den Titel mega gut. Ich finde sowohl Anime mega gut als auch Manga. Es sind quasi zwei Routen. Also man kann sich quasi sein Ende so ein bisschen aussuchen. Ich finde, da ist quasi für jeden etwas dabei. Was mir definitiv aufgefallen ist, ist, dass man versucht hat, im Anime mehr dieses Ziel der Gruppe von Akame eben durchzuführen oder zu zeigen einfach. Und im Manga hat man versucht, mehr die Beziehung von Tatsumi und Mine hervorzuheben. Dementsprechend dann halt auch wahrscheinlich das Ende dann halt verändert. Wie finde ich denn jetzt Akame ga Kill? Ich muss sagen, ich finde beide Versionen sehr gut. Ich mag den Anime sehr doll. Ich mag auch das Manga-Ende. Ich feiere beides. Es gibt viele Leute, die den Anime dafür sehr hardcore kritisieren, dass es mehr in Final Destination-Richtung geht. Also für die Leute, die die Filmreihe kennen, dass es quasi zu dem Punkt kommt, dass gefühlt jeder Charakter stirbt. Und das ist eine Sache, die für mich zumindest zu damaliger Zeit etwas sehr Besonderes dargestellt hat. Also ich fand das einfach etwas ziemlich Spezielles. Deswegen glaube ich, ist Akame bei mir auch nochmal etwas Besonderes einfach. Ich finde tatsächlich den Punkt, dass man so viele Charaktere tötet, um das Ziel besser in den Vordergrund zu bringen oder um halt näher seinem Ziel voranzukommen, finde ich tatsächlich sogar ziemlich gut gemacht. Vor allem das Ende von Tatsumi in der vorletzten Episode. Ich konnte gar nicht glauben, dass diese Charaktere der Reihe nach quasi aussortiert wurden. Ich konnte das nicht glauben, dass das einfach so bestimmt wurde, dass diese Charaktere gestorben sind und nie wieder vorgekommen sind. Das war für mich etwas ganz Besonderes irgendwie. Es war zwar auch sehr traurig und man hat auch zum Beispiel Mine getötet, das war auch ziemlich mies, aber es wird halt generell eher so Fokus auf das Ziel dieser Gruppierung gelegt, eben dieses Regime zu stürzen, dieses Kaiserreich kaputt zu machen oder etwas in dieser Welt zu verändern. Das Einzige, was ich am Anime quasi auszusetzen habe, ist tatsächlich der Charakter Akame. Ich finde, der Titel von dieser Anime-Serie spiegelt überhaupt nicht das wider, was wir in dem Anime bekommen. Also ich fand Akame damals ziemlich uninteressant. Ich fand sie ziemlich wack. Also die war nicht wirklich cool. Sie war zwar krass so im Kämpfen und so und stark. Und das Einzige, was so ein bisschen relevanter gezeigt wurde, war ihr Konflikt mit der Schwester und so weiter. Das war wieder ein bisschen interessanter. Aber generell, ihr Charakter wurde nicht schmackhaft gemacht oder interessanter dargestellt so mäßig. Das fand ich wirklich ziemlich schwach einfach dafür, dass sie eigentlich der Protagonist sein sollte. Zumindest von dem, was man als ersten Eindruck bekommen kann, ist das ziemlich schwach gewesen. Und ich muss ehrlich sagen, Akame definitiv für mich
nicht der beste Charakter. Also eher so Mittelfeld, Durchschnitt und so weiter. Sie war irgendwie mehr Nebencharakter als Hauptcharakter, zumindest für mich. Sie war immer so im Hintergrund. Ich finde zum Beispiel den Kampf von Tatsumi gegen diesen Kaiser oder gegen diesen kleinen Jungen, gegen diesen Kaiserkönig oder wie auch immer, ich weiß nicht mehr ganz genau, was die Bezeichnung von ihm war, der dann diesen Megasort geholt hat und Tatsumi sich dann in diese Drachentransformation verwandelt hat. Diesen Kampf fand ich mega nice, weil Tatsumi aus sich herausgegangen ist, weil er alles rausgeholt hat, um eben etwas zu verändern. Er hat alles gemacht und natürlich dann noch nach dem Tod von Mein so übelst geraged ist, das war mega krass. Als Tatsumi dann gestorben ist, quasi in den Armen von Akame, das fand ich sehr traurig und das hat der Anime ziemlich gut rübergebracht. Der finale Fight von Estef gegen Akame dagegen war meiner Ansicht nach kompletter Bullshit. Also Estef, die sowieso eine komplett overpowerte Fähigkeit hat, mit ihrer Eismagie, glaube ich, die Zeit anzuhalten und so ein Kram, und Akame, die da irgendwie rauskommt, weil sie sich mit ihrem eigenen Schwert vergiftet oder so etwas. Ich weiß nicht mal mehr, wie das genau zustande gekommen ist. Also, das kam so voll aus der Luft irgendwie. Also, dass man sich das wirklich aus dem Arsch gezogen hätte mäßig. Dieses Power-Up oder diese Plot-Armor, besser gesagt, für Akame, dass sie halt hier auch nicht gegen SF sterben kann, sondern aus irgendeinem unerklärlichen Grund auf einmal gegen SF gewinnen kann. Das fand ich wirklich ziemlich wack. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Estef als Charakter fand ich als Antagonisten auch einfach ziemlich gut. Ich fand das auch ziemlich interessant, dass sie in Tatsumi so etwas Besonderes gesehen hat, beziehungsweise, dass sie sich zu ihm hingezogen gefühlt hat und dass das auch ehrlich war. Also, dass man immer mal wieder auch so Kooperationen hatte von der einen zur anderen Seite und dass die dann am Ende sogar Hand in Hand kooperiert haben, dass dann auch einige Charaktere von der Gegenpartei noch am Leben waren und so weiter. Also, die dann dementsprechend was an dem Reich ändern konnten. Das fand ich eigentlich ziemlich cool, das hat man gut gemacht, aber der finale Fight Estef gegen Akame war wack, sein Urgroßvater. Also den fand ich überhaupt nicht cool. Das hat mir das Finale auch ein bisschen kaputt gemacht, weil ich auch nicht diesen Bezug zu Akame hatte. Im Manga dagegen haben wir Tatsumi als Drachen, der nicht wieder zu Menschen werden kann, und Mein, die auch noch lebt, und die leben quasi glücklich bis an ihr Ende zusammen. Wie gesagt, trotzdem, Tatsumi kann nicht mehr zu Menschen werden. Das ist quasi die Manga-Version. Ich finde, Akame ga Kill hat sich damals, als es rausgekommen ist, etwas getraut, was sich nicht viele getraut haben. Und das schätze ich wert. Ich finde, es hat gut funktioniert, was dieses Ziel gegen das Kaiserreich betrifft und so weiter. Ich finde das gut einfach. Es ist individuell, es ist etwas Eigenes. Und das muss nicht unbedingt etwas Schlechtes sein. Dennoch kann ich jede Kritik dagegen natürlich auch nachempfinden. Ich kann es verstehen, wenn man eher dieses Happy End haben möchte. Und definitiv feiere ich auch diese Romance-Beziehung zwischen Tatsumi und Mein im Manga. Damit wäre es das von meiner Meinung zu Akame ga Kill gewesen. Lasst mir gerne mal eure Meinung unten in den Kommentaren da. Und natürlich einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao!